Herzlich willkommen, mein Name ist Reaper Aura und willkommen zu einem neuen kommentierten Gameplay hier auf meinem Kanal. Im Hintergrund seht ihr wieder ein COD Ghost Gameplay und ja, ich bin in dieses Spiel reingejoint. Ich weiß ja nicht, bei wie vielen Herrscherpunkten, da müsste relativ am Anfang sein. Und ja, den Endscore ist ein 37 zu 9, wenn mich nicht alles täuscht. Und ja, ich hatte einen Campstrike-Fail und, oder besser gesagt, es wäre eine Campstrike 100%ig geworden, wenn mich dieser eine Typ noch nicht getötet hat, also der mich gerade eben getötet hat, der hat mich insgesamt 9 Mal getötet, glaube ich. Und ja, immer mit seiner DMR und ja, anders wäre das hier locker eine Campstrike geworden. Und ja, gut, also ich wollte diesem Video ankündigen, dass ich ab heute, also heute ist das erste Video, dass ich ab jetzt jede Woche ein Video hochlade. Und ja, das Ganze habe ich angekündigt und ja, ich habe jetzt meine ganzen Klausuren, Schulaufgaben, alles mögliche, wie ihr es auch nennen wollt, fertig geschrieben. Und ja, das war schon ganz schön viel, also es war, ich kann euch ja mal alles aufzählen, was ich so alles in den letzten, ja, 2-3 Wochen so ungefähr hatte. Also, fangen wir mit den Hauptfächern an, also Italienisch, Latein, Mathe, Deutsch ist schon länger her, also nochmal, scheiße, ich bin ein wenig verpeilt, also Englisch, Latein, Italienisch, Mathe, dann hatte ich noch Bio, Geo, Musik, was hatte ich sonst noch? Boah, scheiße, auf jeden Fall, ich bin ein wenig verplant. Also wir hatten dann noch, ja, Chemie hatten wir noch und ja, was weiß ich, irgendwas hatten wir schon noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Also es war wirklich sehr viel, also ich habe schon die Hälfte wieder vergessen. Und ja gut, die Sachen habe ich jetzt erstmal alles geschrieben. Ich habe nur noch nächste Woche schon wieder Deutsch. Und ja, aber das werde ich auch noch hinter mir bringen, aber das kann man ja eh viel wirklich dafür lernen. Und ja, genau. Also ich werde jetzt halt jede Woche ein Video laden, wie ich es halt gesagt habe. Und ja, das wird halt nicht jetzt halt nur COD Ghost sein, nicht nur nachkommentiert, sondern es wird halt einfach Abwechslung sein. Also es wird wie, also es wird COD Ghost kommen, es wird dann vielleicht da mal auch ein COD Ghost Live Commentary kommen, muss ich mir doch alles überlegen. Dann wird andere CODs kommen, also vielleicht MW3 nochmal, Black Ops 2. Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Also ihr könnt alles bis MW2, also MW2, Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, COD Ghost, könnt ihr mir alles mal in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt. Weil damit kann ich das Ganze auch gut planen. Und ja, dann wird GTA wahrscheinlich noch irgendwann in der Woche kommen. Und ja, sonst muss ich mir noch das ganze Zeug überlegen. Auf jeden Fall, da wird schon einiges da kommen. Und ja, ich hoffe mal, dass ich das Ganze durchziehen werde. Und ja, gut, das ist das, was ich eigentlich ansprechen wollte. Ja, gut. Sonst könnte ich eigentlich, also ich habe mich jetzt halt nicht wirklich auf das Thema vorbereitet. Ich dachte eigentlich eher, dass ich das Ganze viel länger brauche. Aber naja, egal. Ist gut, dann kann ich mir noch ein schönes Thema ausdenken. Ach ja, gut, da fangen wir jetzt gleich mal an. Also wir haben heute Englisch geschrieben. Und ja, also ich kann unsere Englischlehrerin überhaupt nicht leiden. Also ich weiß nicht, ich mag die überhaupt nicht. Und ja, auf jeden Fall, dann haben wir heute Englisch Schulaufgabe geschrieben. Das erste. Sie, ich weiß nicht, was das für eine Frau ist, aber die ist einfach so arrogant, die denkt, sie wäre Lehrerin und könnte sich einfach alles erlauben. Und ja, erstmal, dann, da kommt sie kommt also vom Lehrerzimmer, kommt sie und schickt erstmal 2 los. Also, dann bin ich halt und ein Kumpel sind losgegangen und ja, haben halt dann die Wörterbücher geholt, die sie nicht mitgebracht hat. Also, sie hat die Kiste vor das Lehrerzimmer gestellt und ist dann weitergegangen. Und hat uns dann diese Dinger geholt lassen, also die Wörterbücher. Und ja, gut, dann, als sie halt dann im Lehrerzimmer waren, da waren schon andere da, die sie holen sollten. Also hat diese Lehrerin davor schon andere beauftragt, diese Wörterbücher zu holen, hat uns dann aber nochmal losgeschickt, um die halt dann wieder zu holen. Also sie hat dann natürlich keinen Plan, sie hat einfach irgendwelche Leute losgeschickt immer und ja, die Wörterbücher holen sollten. Also standen wir dann zum Schluss dazu 4 da. Gut, das war nicht das erste Problem. Also die ganze Google-Aufgabe war ein wenig chaotisch. Und ja, dann gut, dann war es schon irgendwie 10 Minuten nach oder so, also nachdem wir eigentlich anfangen sollten zu schreiben. Dann dann hat sie halt die Schulaufgaben ausgeteilt. Und also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns halten die Sachen halt Schulaufgaben und dann, weil ich ja noch 10. bin, Ende 11. heißen die dann Klausuren. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie bei euch genannt werden, aber ja, denkt euch einfach an Klausuren halt, weiß ich. Ihr denkt, ich denke, ihr wisst schon, also großer Leistungsnachweis. Und, ja, dann
Genau, dann teilt sie halt die Schulaufgaben aus, oder ja, große Leistungsnachweise. Und ja, dann fällt ihr auf, dass sie einfach mal viel zu wenige kopiert hat. Gut, dann kommt, dann hatte sie ja, glaube ich, irgendwie nur, also wir sind 24, hatte sie irgendwie nur 15 Stück oder so. Und ja, das war natürlich richtig fail. Dann hat sie die Schulaufgaben alle eingesammelt und dann hat sie halt eine vergessen und ist dann halt dann zum Kopieren gerannt und ja. Dann hatte halt einer das Blatt noch mit den ganzen Sachen, mit den Aufgaben. Dann sind wir sie halt, die Aufgaben sind wir halt alle schnell durchgegangen. Und ja, deswegen wussten wir halt dann auch schon so alle ungefähr, was jetzt halt dann drankommt. Und ja, konnten uns halt schon davor in Gruppen nochmal vorbereiten. Also es kommt eh, wir wussten eh, dass Leseverstehen und Argumentation drankommt. Und dann haben wir uns halt darüber ausgetauscht, welche Argumente wir nehmen könnten oder wie das im Leseverstehen aussieht. Also war auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Dann... genau, dann kommt sie wieder zurückgespurtet. Ich weiß nicht warum, aber okay, sie musste halt, keine Ahnung, es waren 50 Meter oder so, oder 100 Meter, die sie zum Lehrerzimmer laufen muss, weil wir natürlich genau an der anderen Seite des Schulgeländes sind, also unser Klassenzimmer, und dann kam sie da zurückgelaufen, war schweißgebadet, also ihre Haare waren klatschnass. Ich frag mich, wie man das schafft, dass wenn man einfach zum Lehrerzimmer geht, 100 Meter, und dann mit nassen Haaren, also die waren alle voll geschwitzt, sie völlig aus der Puste, kommt sie dann zurückgerannt. Ich habe mich echt gefragt, was mit der los ist. Weil ganz ehrlich, wie schafft man das? Wenn man 100 Meter läuft, dass man so aus der Puste ist. Und ja, das war auf jeden Fall alles schon mal richtig geil. Gut, ja, dann haben wir halt angefangen zu schreiben, war schon 20 Minuten später dann eigentlich das, als wir anfangen konnten. Ja... Dann war es so, dann ging das halt los, dann mussten wir die ganze Pause durchschreiben. Und dann mitten in der Pause fing es halt an, kam dann Gong und dann haben irgendwelche Leute Weihnachtslieder gesungen. Dann konnten wir uns während dieser Schulaufgabe auch noch die ganzen Weihnachtslieder anhören. Was natürlich dann, das ging dann, glaube ich, 10 Minuten lang oder so, wurden dann Weihnachtslieder vorgespielt. Und wir haben halt alle Englisch-Schulaufgabe geschrieben. Und ja, das war halt auch schon ein wenig lustig, weil sich wieder kein Schwein konzentrieren konnte. Und ja, also es war von der Lehrerin nicht ihr Tag, auf gar keinen Fall. Und ja, es war eigentlich sozusagen eine der lustigsten Arbeiten, die ich bis jetzt geschrieben habe. Ich hatte zwar schon viele solche lustigen Sachen während so einer Arbeit, aber sowas ist mir echt noch nie passiert, dass die Lehrerin einfach mal, sagen wir, 5 Fails, weil es war ja erstens, sie hat die Blätter vergessen, dann hat sie die Wörterbücher nicht mitgebracht, dann kam die schweißgebadet zurück, dann wurde dann mitten in der Stunde Weihnachtslieder vorgespielt und ja, das war schon ein wenig komisch und ja, das war so die kleine Story, die mir so heute passiert ist und ja, wenn ihr mal wollt, ich könnte noch mehr von solchen Lehrer- oder Schulgeschichten so erzählen, da würde mir schon noch sehr viel einfallen, also da ich immer, also es gibt sehr viele chaotische Sachen, die ich noch erzählen könnte und ja, wenn ihr daran interessiert seid, dann schreibt es einfach in die Kommentare, dass ihr mehr davon sehen wollt. Vielleicht werde ich daraus auch eine Serie machen, muss mal schauen. Und ja, dann schreibt noch in die Kommentare, welches COD ihr sehen wollt. Ich denke mal, ich schaue mal kurz nach. Ich glaube, aber das Gameplay müsste gleich vorbei sein. Na, dauert noch ein bisschen. Okay, ich dachte, es wäre gleich so vorbei. Da einfach nicht mehr viel jetzt passiert, aber egal. Gut, ja, so, genau, das war's dann eigentlich so. Ja, gut, was kann ich sonst noch schnell erzählen? Weiß nicht. Ja, gut, ich habe Latein eine 3, ist ganz ordentlich, also es war eine knappe 3, wäre eigentlich, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich habe in einem Test immer solche Leistungsfehler, die mir eine Note kosten, ich weiß echt nicht warum, und ja, es war schon wieder so, ich hätte locker eine 2 geschafft in Latein, und dann habe ich natürlich wieder so scheißbehinderte Fehler, wo ich einfach nur genau hinschauen müsste, dann hätte ich das Ganze locker gewusst, und ja, solche Sachen ist mir, so eine Sache ist mir schon wieder passiert. Und ja, ist einfach langsam schon richtig ärgerlich, aber naja, egal. Und ja, so, gut, was kann ich sonst noch so erzählen? Okay, ich habe Musik verkackt. Das finde ich eh das Dümmste. Wir machen in Musik irgendwie Kirchenmusik, also Kirche aus dem Jahrtausend, also aus dem Jahrtausend nach Christus. Und ja, mit Durisch, Lydisch, was weiß ich, schlag mich tot. Und ja, dazu haben wir dann auch was geschrieben und ich habe natürlich voll verkackt. Das Zeug, ich hatte keine Ahnung, wie man sowas zuordnet und ja, wurde halt dann nichts so Besonderes. Und ich glaube, ich habe einmal einfach der behindertsten Antworten geschrieben.
Und ja, aber das war's eigentlich jetzt halt auch schon im Commentary. Und ja, also das habe ich verkackt, aber sonst eigentlich gibt's nichts zu erzählen und das Gameplay ist ja auch vorbei. Also schreibt in die Kommentare, welches COD ihr sehen wollt und ob ihr weitere solche Schulstories hören wollt. Und ja, das war's dann. Ich sag haut rein und ciao.